Kuriose Komödie, romantische Vision und bitterböse Zeitsatire. Zwei Menschen verlassen die Welt, um im Reich der Vögel unerfüllte Sehnsüchte auszuleben. Und bei Braunfels haben sie München verlassen, nicht? Schwabing. Und man wollte nicht mehr so dabei sein. Die bürgerliche Kultur, alles ist so im Aufbruch oder in der Abgeschlossenheit. Und dann fängt er eben vor dem Ersten Weltkrieg an, die Vögel zu schreiben, nach dem Aristophanes. Braunfels erfindet zwei unterschiedliche Charaktere, Ratefreund und Hoffegut, die in ihrer Charakteristik sehr unterschiedlich sind, um nicht zu sagen diametral sich unterscheiden. In ihrer Denk- und Fühlweise der Hoffegut ist eher derjenige, der nach der emotionalen Zufriedenheit sucht, der sucht die große Liebe in diesem utopischen Reich der Vögel, während Ratefreund sehr auf dieses Spiel mit der Macht aus ist. Das Stück geht los mit der Musik der Nachtigall und endet auch mit ihr. Also die ganze Vorlage von Aristophanes, wo ja die Nachtigall eigentlich keine Rolle spielt, ist eingebettet in diese Welt der Nachtigall. Hoffegut fühlt sich da sehr angezogen, aber diese menschliche Liebe interessiert sie gar nicht, sondern interessiert die Einheit mit der Natur, mit dem Universum, mit dem All. Das ist das, was sie verkörpert in ihrem Gesang. 100 Jahre nach der Uraufführung im Münchner Nationaltheater wird die Oper von Braunfels nun am selben Ort wieder auf die Bühne gebracht. Für den vielschichtigen Kosmos in diesem Stück haben der Regisseur Frank Castorf und sein langjähriger Bühnenbildner Alexander Denitsch einen Raum voller Zeichen, Andeutungen und szenischen Metaphern entworfen. Das ist natürlich der freie Raum der Assoziation, die Musik ja auch hat. Ja. Und da versuchen wir natürlich immer etwas zu finden. Und das hat natürlich immer was mit unserer menschlichen Geschichte zu tun hat, ja, wo man sich verlaufen kann, in der Horizontale versteigen kann, in der Vertikalen. Und insofern ist es so ein Erinnerungshotel, wo man 1920 ja, etwas findet, was ganz schön ist, gerade in einer Zeit, in der wir leben, wo es so viele Maskenhaftigkeiten gibt. Eine fast unwirkliche Schönheit, die jedoch von Zeit zu Zeit durch Missstimmungen zerbrochen wird, liegt auch in den Klängen, mit denen Braunfels Menschen, Vögel und Götter charakterisiert. Ich finde ihn erstaunlich, auf der einen Seite erstaunlich konventionell, auf der anderen Seite kommen Sachen vor, die total aus der Zeit sind. Also wo man dann denkt, ja, es verliert so den sicheren Boden unter den Füßen. Aber an sich finde ich schon, ist noch ziemlich heile Welt. Sagen wir mal so, die Nähe zu Strauss hört man immer mal wieder durch. Dass es Schönberg schon gibt, hört man weniger. Was mich daran interessiert, ist dass man schon, man ahnt die Risse, ja, die Risse im Gebäude. Das hat natürlich die Musik ganz viel zu tun mit dem Sujet. Also Vogelstimmen und wie man sich dadurch inspirieren lässt als Komponist. Der große Auftritt der Vögel im ersten Akt, da wird ja sehr lautmalerisch auch mit den einzelnen Stimmen umgegangen, mit den Tauben, mit den Wendehälsen, mit dem Kuckuck natürlich bietet sich an, mit den Meisen, wo so ganz kleine Motive halt vogelstimmenmäßig so im Ensemble auftauchen. Die Utopie einer intakten, naturgegebenen Welt wird jedoch zerstört durch Machtspiele, Revolution und Krieg. Die selbsternannten Befehlshaber lassen schließlich einen Trümmerhaufen zurück, wenn sie in die Realität zurückkehren. Ich bin versucht zu sagen, es passiert das, was mit vielen faschistoiden Regimen und deren Führern passiert ist. Sie ziehen sich entweder zurück in eine Art Spießbürgerlichkeit, in eine
behauptete Idylle, die jenseits dieser Machtspielereien stattfindet. Also sozusagen die Verführer sehnen sich dann nach einem zutiefst spießigen Ruhepol danach. Oder sie gehen mit in die Katastrophe und beides steckt irgendwie da drin.